Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, beim letzten Mal haben wir jetzt sozusagen die Untergrundbasis gebaut. Und es sind ein paar Änderungen passiert. Ich hoffe, ihr hört gerade eine. Und zwar, ich habe jetzt auch mal ein bisschen sozusagen Musik mit eingebaut. Oben müsst ihr sehen, welches Lied gerade läuft. Und zwar oben rechts. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, gefällt euch das so? Gefällt es euch nicht? Dass ich mal ein bisschen Feedback habe. Genau, dann sehen wir neue Tipps. Ich habe noch ein paar, wir sind ja nur fast Vanilla, ne? Habe ich ein paar Mods hinzugefügt. Und zwar einmal sozusagen die, ich habe Max Rate Calculator hinzugefügt und ich habe Rate Calculator hinzugefügt. Also Rate Calculator heißt, ich gehe jetzt hier hin, gehe mal hier drüber und dann sagt er mir, okay, ich habe da eine 300 Rate von Steinkies, von Steinwänden und so weiter und so fort. Das kann man halt hier anschauen. Man kann die Elektrik sich angucken, die Pollution. Das ist halt mal so ein kleines Infotool. Und dann gibt es noch den den Max Rate Calculator. Ich glaube, da wenn ich jetzt da drüber gehe. Genau, das ist halt ein bisschen anders aufgegliedert. Ich muss mir das mal genauer angucken, wenn ich dann irgendwann feststelle, ist dann doch nicht so, so fliegt die wieder raus. Ja, das ist der Vorteil, wenn man fast Vanilla spielt. Genau. Was haben wir noch vor? Es sind noch zwei Mods dazugekommen. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Genau, die Kohle ist weiter unten. Muss ich jetzt wieder hinlaufen? Kohle ist da hinten. Total verwirrt, wenn man nicht mehr weiß, wo man ist. So. Ja, vor allem, ne, also ich habe das jetzt mal mit der Musik für mich so mit reingebaut. Für die, wo sich fragen, warum, wieso, weshalb. Ganz einfach, weil bei Factorio hat man dann doch mal seine ein bisschen grübelischen Phasen. Ja, und dass es dann nicht ewig still ist, habe ich mir gedacht, binden mal ein bisschen Mucke mit ein. Genau, also das war sozusagen der Hintergrund davon. So, dann hätte ich gesagt, wir packen mal hier eine Kiste hin. Und dann haben wir hier ein bisschen Kohle und dann können wir hier nämlich schön brav weitermachen. Genau, so, ich habe noch, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe mir noch zwei weitere Mods noch hinzugefügt. Und zwar von Bob. Ich bin gerade noch beim Gucken, kann es euch jetzt nur nicht mehr genau sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch den genau, also ich habe mir einmal den F-Filter noch hinzugefügt, dass man ein bisschen die Möglichkeit hat, ich habe zweimal hinzugefügt, genau. Bin ich lustig. Also dass man halt Bing die Pollution reduzieren kann, ne? Weil wir wollen ja auch ein wenig in die Zukunft gehen. Und wie gesagt, Max Rate Calculator und Rate Calculator sind noch dazu gekommen. Jetzt hoffe ich nur, genau, und zwar von Bob ist dazu gekommen. Equipment. Das heißt, wir haben noch weitere Equipment-Sachen. Es ist noch dazu gekommen, Vehicle Equipment und Equipment.
Genau. Und es ist noch dazu gekommen Bob Warfare und Greenhouse. Wir haben gerade auch so gelacht, weil ich gesagt habe, es sind zwei dazu gekommen. Es sind noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Aber wir spielen ja nur fast Vanilla. Ja. Ich muss mir jetzt nur ein wenig im Klaren sein. Habe auch rausgefunden, dass ich hier oben, wenn ich jetzt B drücke, ich habe mich immer gewundert, es muss doch eine Möglichkeit geben, spielübergreifend Blaupausen reinzumachen. Ja, gibt's, sind hier. Also das heißt, wenn man jetzt dann ganz normal hier reingeht, ne, das sieht man nicht. Aber wenn man jetzt dann das hier das Buch reinschmeißt, ne, ich habe hier einmal diese ganzen Belt Balancer, Blueprint Books, das habe ich mir mal irgendwo aus dem Internet gezogen. Ja, merkt man sich nicht. Und da sind jetzt die Blau, das ist das Blaupausenbuch von ja, wie heißt's? Kann man das eigentlich umbenennen? Stimmt, ja, genau. Das nennen wir mal jetzt City Block 50er. Ja, und da habe ich jetzt zum Beispiel schon den kennt man ja schon. Und jetzt habe ich sogar noch einen zweiten gemacht, wo einfach die Ränder frei sind, weil das sind dann die, wo dann unsere Belts entlang führen. So, ich schaue mal schnell hier. Jawohl, das können wir nämlich auch gleich alles abbauen. Das ist hervorragend. Dann haben wir hier auch noch mal ein paar Steine und ein paar Bäume. Geht auch gleich weg. So, weil das sind ja unsere Stromer. Ja, und jetzt gehen wir sozusagen über dieses Buch hier in den City Block rein. Und wir nehmen jetzt den da. Und das ist, heißt einfach nur für mich. Alles klar, ich habe einen Untergrund und ich habe meinen Weg. Und diesen Weg kann man halt auch nochmal runterlaufen. Das sind dann immer Vierer. Das heißt, man kann da auch ganz gemütlich weiter marschieren. So, hier bin ich auch gerade fleißig dabei, noch Steine zu brennen. Sollte ich auch die ganze Zeit tun. Und ich habe hier noch für Eisen. Sollte ich auch tun. Ich sehe gerade, ich habe keine Tränke. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht komplett nicht mehr weiß, was ich tue. Hast du schon jemals gewusst, was du tust? Nein. So, aber das können wir schon mal laufen lassen. Und hier haben wir auch noch ein paar Platten. Lassen wir den auch laufen. Da haben wir mal nochmal 1000. Lassen wir auch gleich laufen. Ja, und da bin ich halt momentan noch dabei. Wie gesagt, das sind mir die Bodenplatten jetzt erstmal wichtiger. Bevor ich anfange, Mauern zu bauen. Ja, das heißt, also ich könnte diesen Bereich hier ist dafür da, dass ich Mauern bauen könnte. Notfalls. Oder einfach nur freilass. Mal gucken. Dann müsste ich aber eigentlich auch hier die Mauern bauen und nicht hier. Aber wir wollen hier mehr Platz. Genau, dafür ist das. Das ist Ziel und Zweck. So, wir schauen mal, wie schaut es denn eigentlich aus? 7,2 Megawatt. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen informiert wegen der Kohle. So, und zwar, man hat jetzt hier einen Verbrauch von 1,8 Megawatt. Ich habe das nämlich das letzte Mal nämlich total schwachsinnig erklärt. 1,8 Megawatt geteilt durch 4 ist gleich 0,45 Kohle. Also er braucht sozusagen 0,45 Kohle pro Sekunde.
Also das heißt, man kann eigentlich rechnen, dass einer alle 2 Sekunden alle Kohle vernichtet. Plus minus. Und das muss man halt dann auch so aufbauen, dass die Kohle halt von unten dann dementsprechend auch genau in derselben Stärke auch wieder hier oben ist. Und dass man nicht auf einmal, ja, der Katz gehört. Aber von mal hat man Stromausfall. So, und die Karte sehe ich auch gerade, die wächst auch gemütlich weiter. Und die Pollution auch. Hurra. So, das haben wir, das haben wir. Das da bleibt auf jeden Fall frei, weil das da kommt hier auch nochmal hin. Das heißt jetzt für mich, ich kann jetzt hier auf jeden Fall mal nach oben gehen. Und ich mache mal auch eine Querverbindung. Dann ist der auch auf jeden Fall 1:1 sicher. Und wie gesagt, hier kommt jetzt dann der andere hin. Und jetzt muss ich mal schnell gucken, wie schaut es da unten aus. Da unten ist eigentlich genügend Platz. Dann heißt es jetzt bei der Blaupause. Wir machen es hier so. Dass wir dann auch schnell genug an die nächsten Materialien rankommen. So, Forschung ist, wie gesagt, mit am wichtigsten. Ich muss jetzt auch noch schauen, dass ich auch genügend Material abbaue. So, das sind mal 9200 Eisen. Dann können wir mal gucken, wie weit das wir damit kommen. Genau. So, 7300, also wir haben 2000 Stück jetzt verbraucht. Da packe ich jetzt erstmal hier rein. Dass wir das auch alles haben. So, ich versuche jetzt auch, wie gesagt, davon wegzukommen, das in der Hand zu craften. Sondern ich will da mehr in die Öfen rein. Und in alles andere. So, was haben wir denn alles hier? Wir haben momentan die Fließbänder beide. Wir haben den Untergrund. Untergrund können wir gleich mal machen. Dann kann ich mal gleich beim Stein vorbeigucken, beim Steinbruch. Das Öl ist da oben. Ah, Steine sind hier. Und, ah, okay, die arbeiten noch. Also sind halt nur 2600. Und momentan, ne, steht ja da 57 Stunden ist der Stein abgebaut. Das halte ich für ein Gerücht. Das wird bald massiv sich sinken. Okay. So, da sind auf jeden Fall auch. Habe ich denn? Ja, ich habe 2 Labore. Die stelle ich jetzt erstmal hier hin. Haben wir 62 Stück. Dann lassen wir mal die Forschung wieder laufen. Schauen wir mal schnell nach unten. Beziehungsweise nein. Möchte eigentlich noch ein bisschen davon mitnehmen. Komm, zieh mal durch hier. Dankeschön. Steine haben jetzt auch genügend. So, das heißt jetzt auf jeden Fall, ich habe jetzt schon mal hier gleich den fertig, wo man das erste Mal ein bisschen was bauen kann. Wie gesagt, wir gehen vor allem jetzt dann hier rüber. Aber hier haben wir ja gesagt, der Strom. Erzverarbeitung will ich momentan eher hier oder hier hin bauen. Habe ich aber, glaube ich, schon das letzte Mal gesagt.
weiß, ich wiederhole mich dann. So, gucken wir mal. Haben jetzt gerade wieder was gelernt. Und zwar mit dem Abbruchwerkzeug könnte man sogar die Sachen, die wo er bauen soll, wieder abreißen. Also die ganzen Ghost Blocks. Oh, wir haben schon wieder Autostrom. Na, das ist halt das, was ich gemeint habe. Es geht ziemlich ratzfatz. So. Dankeschön. So, wir haben aber von denen ja schon welche da. Und das hätte ich gesagt, da wollen wir jetzt auch ein bisschen Hand anlegen. Ich hätte gesagt, ich komme von hier. Hätte ich gesagt, gehe ich auch hier entlang. Und dasselbe machen wir auch hier. So, wir haben ja diese Untergrundbelts, beziehungsweise, jetzt muss ich mal schnell schauen, habe ich hier irgendwas, was ich mal schnell wegmachen kann. Mauern kann ich momentan entfernen. Das heißt, wir packen hier jetzt mal Montagemaschinen rein. Montagemaschinen ist das wenigste, was ich brauche, die Schaltkreise. Also hätte ich mal gesagt, gehen wir hier mal auf 15. Das heißt, ich kann jetzt Zahnräder und Platten einfach reinpulvern, ohne mir überhaupt einen Kopf machen zu müssen. Weil das heißt... Ah, sehr schön. Da ist er schon wieder durch. Kann man da auch mal ein paar wieder reinhauen. So, und jetzt hat er mir 5 Stück gebaut, ne, weil ich jetzt sozusagen hier ja limitiere. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt... Oh, ich habe 50 Maschinen einstecken. Alter Schwede, man sollte mal ins Inventar gucken, was man schon alles hat. Ja, also für mich ist jetzt eigentlich der mit am wichtigsten. So, was haben wir denn noch? Also ich kann, ich brauche auf jeden Fall auch noch die normalen Eisenrohre. So, dann machen wir mal 250. Lassen wir mal ein bisschen Eisen reinströmen. Dann kommen hier auch 250 rein. Hier kommen auch 250 rein. Das heißt eigentlich fast, oder nicht nur fast, wir machen zweites mit Zahnrädern, die brauchen wir nämlich jetzt auch häufiger. Die brauche ich jetzt hier, die brauche ich jetzt hier, die brauche ich hier, hier, hier. Hier brauche ich sie auch. So, da ist jetzt dann im 5er Schritten immer gesagt, wir machen jetzt erstmal 75. Dann lauf du mal los, weil, wie gesagt, das muss jetzt dann hierher. So, genau. Und dann heißt es jetzt von mir, dafür habe ich eigentlich die Maschine auch hingebaut, ich brauche jetzt nämlich, ich brauche jetzt die hier. Das heißt, ich brauche jetzt das Basis davon und dann das hier. Das heißt, ich brauche ein bisschen Holz, ich brauche Stein und ich brauche diese Ender. 8 Stück habe ich noch. Hauen wir auch gleich mal rein. So, dann macht der gerade 74 Stück fertig. Dann kann ich da wieder welche rausnehmen. So, jetzt haben wir hier 4. Jetzt braucht er hier auch nochmal Zahnräder und Platten. Und wir haben jetzt mal davon 2 Stück gebaut. So, jetzt drücke ich Steuerung und B. Dann ist man in dem unteren Layer.
Aber es bringt uns momentan nichts, denn wir brauchen ja jetzt erstmal den da und dann kommst du erstmal hier hin. So, und du sollst jetzt nach oben gehen und raus. Ja, dasselbe auch hier. Runtergehen und raus. Jetzt sieht man, wo ich bei B ankomme. Oh, habe ich aber noch ein bisschen Platz da unten. Das heißt, wir bauen jetzt hier nochmal eine Maschine hin. Wir brauchen den da. Und ich brauche gleich noch eine Maschine hin. Und am besten auch gleich noch den da. So, das heißt, wir benötigen jetzt davon ein paar Bänder. Die Hälfte, Zahnräder, Kabel und Holz. Dann läuft der schon mal. Haben wir 4 Stück, dann kommen die auch hier rein. Dann das da. Wollen wir gar keinen Kopf machen. Imitierung ist das Teil der Fließband. Nein, Limitierung sind die Zahnräder. Okay. Jetzt hoffe ich ja mal, dass ich die überhaupt unten bauen kann. Das weiß ich nämlich gar nicht, ob das geht. Jawohl, das geht. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Und wie gesagt, man hat ja die Möglichkeit davon, aber ne, man muss ja dann auch diese Teile hier bauen. Ich sag mal, ist genauso teuer oder vielleicht sogar teurer als die andere Möglichkeit. So, dann sind wir ja schon mal. Ah. Bin schon wieder hier limitiert. Meine Steine sind jetzt alle verbraten. Vielleicht wieder neue holen. Aber wir gehen erst mal wieder rein und wir machen den da. Jetzt trotzdem Steine holen, weil sonst vergesse ich es wieder. Die Robbys sind schneller als ich. Noch. So, wie schaut es hier aus? Außerhalb der Reichweite. So, auch einiges eingefahren. Bin noch zu weit weg. Und da bin ich voll. So, aber das heißt jetzt, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch mal eine Fabrik, weil ich muss noch Öfen herstellen. Und mal gleich mal 250 Steine rein. Wie gesagt, kann man nicht zu viel haben, nur zu wenig. Haben wir hier noch was? Kohle rein, Stein rein. So, und der hat jetzt 23 Stück gemacht. 1, 2, 3. Machen wir auch gleich 9. Haben wir schon mal wieder eine vernünftige Kupferproduktion erstmal hier. Und wenn die dann ausgelaufen sind, dann ziehe ich die auch ein bisschen weiter runter erstmal. Dann habe ich dann momentan noch welche. Jawohl, ich habe noch 7 Stück einstecken. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal zur Kohle hin.
und setzen mal den nächsten. Und genau wo ich unten bin, geht mir oben der Strom aus. Ist wieder mal typisch. Mehr passt hier jetzt auch immer schon mal nicht hin. So, das heißt jetzt aber für mich, ich brauche jetzt nochmal Strommasten. Oh, der bringt nichts. Müssten wir alle haben. Oder haben wir auf jeden Fall auch genügend. Dann noch was drunter. Nein. Das heißt, die werden auch demnächst jetzt umgedreht. Da ist noch genügend drunter. Passt. So, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Und drücken dann noch ein bisschen was ab, passt. Nächste Kohle weg. Dann bauen wir das gleich mal ab. Kommen die weg? Kommt insgesamt weg. So, wir bauen jetzt die Kohle. Und wir ziehen mal hier schnell die Kohle durch. Jetzt sind wir schon mal zufrieden. Dann haben wir das ganze Zeug hier auch gleich voller Kupfer. Dann heißt es, da kommt Kupfer rein. Das kommt raus. Und dann haben wir auch hier genügend Kupfer, dass was produziert wird. Okay, dann kommen jetzt mal das ganze Zeug, was jetzt hier so unmotiviert hingeklatscht habe. Kommt jetzt mal weg. Mining Drills habe ich gemacht. So, dann hätte ich jetzt gesagt, einen freilassen, dann kommen jetzt die dahin. Nochmal hier rüber. Und auch weg. So, und den machen wir zwei gespalten. Die da unten kriegen Eisen. Und die da oben kriegen Stein. Passt. Was wir jetzt noch brauchen, ist Kohle. Da können die nämlich jetzt auch arbeiten. So, schauen wir mal gleich nochmal bei den Steinen vorbei. Jawohl, und der ist auch gleich fertig. Und wir bauen uns, ne, das kommt jetzt durch Bob's Warfare. Die Radare konnte ich ja am Anfang schon bauen. Jetzt muss ich sie mir nochmal erforschen. So, und wir machen mal die Steine hier weg. Und haben jetzt schon mal einigermaßen eine vernünftige Basis, überhaupt an die ganzen Erze ranzukommen.
Und es ist auch alles hier weg. Passt. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir nochmal unterirdisch. Das ist alles soweit in Ordnung. Jetzt haben wir ja noch eine Sache, was wir ja bauen müssen. Weil wie gesagt, wir müssen ja irgendwann die Kohle von hier hinten nach oben verfrachten. Ja, da muss man auch ein bisschen dran denken. Na, ich habe jetzt hier Kohle. Das heißt jetzt für mich, ich komme jetzt bis hier hin. Dann gehst du raus. Und ja, passt richtig. Jetzt ist es richtig. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Weil überall, wo wir das natürlich hinsetzen. Und das habe ich gemeint, ne? Mit so schnell gehen die ganzen Bänder weg. Hurra, hurra. Jetzt wollte ich eigentlich hier nach unten. Komm. Gehen wir dann auch noch hier nach unten. Ich möchte jetzt auf jeden Fall, dass du mir hier Zahnräder baust. Machst du 250 Stück. Dann haben wir ja noch die kleinen. Die kommen hier dahin. Du machst Kupferkabel, du machst das. Du machst Kupferkabel. Machst Eisenplatten. So, schnell nochmal nach oben. Eisenplatten holen. Und ich sage es halt immer am Anfang, lieber ein bisschen Struktur aufbauen und dann dauert es wirklich länger. Aber ich bin ja total witzig. Ich brauche die da. Also ich brauche nochmal Kupferplatten. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt mal schnell irgendwo hier eine komplette Automation hinklatsche. Und dann, ja, dann darf ich wieder alles abreißen, wenn die weiterkommen. So viel dazu. Dann brauche ich auf jeden Fall die Bänder. Kommt hier nochmal das hin. Dann kommt hier auch das bessere Band hin. Das heißt, ich brauche das und ich brauche das von Zahnräder. Und dann brauche ich hier auch Platten. Hier nochmal Zahnräder. Ja, ich darf nicht alle verwenden, weil ich brauche die auch nochmal. Aber wir haben noch 258, das heißt, wir kriegen ein bisschen was weg. So, schauen wir mal, wie weit das jetzt kommen sind. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Wenn ich jetzt auch noch die gelben genommen hätte, wenn es auch noch die richtigen gewesen. Okay. Dann haben wir jetzt dann das da. Ich brauche aber noch welche. Jetzt haben wir nochmal 250 davon. Also da habe ich jetzt auch genügend. Wie gesagt, das kann jetzt erstmal hier ein bisschen stehen bleiben, aber
So, wenn ich jetzt hier einen Greifer habe, jawohl, den kann ich nehmen. Das heißt, ich habe jetzt schon mal diese Schaltkreise. Dann machen wir jetzt die 108 Stück und die 303 da rein. Und die restlichen 190 nehmen wir mal raus. So, das da oben muss ja irgendwann weg. Dann kann ich es gleich wegnehmen. Und dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt noch mal die da. Haben wir schon mal 82 Stück, die wo da entlang laufen. So. 4 Stück. Natürlich sind mir jetzt die Zahnräder ausgegangen. Ich. So, Greifarme. Aber wie gesagt, Greifarme kann man nicht genügend haben. Grüne brauchen wir auch noch. Dafür brauchen wir Greifarme und die anderen Teile. So. Jetzt habe ich genügend auf jeden Fall. Warte, habe ich genügend dabei? 25? Reicht es? Sagen wir 35, jetzt reicht es. So, wir gehen gleich nach oben und bauen noch mal Kohle rein. Aber dann kann ich es ja gleich richtig machen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Bänder. Das kommt da bitte weg. Kommst dahin. Kommst du auch weg? So. Das heißt, wir haben jetzt dann alles fast bis auf die drei hier angeschlossen. Kann, ups. Nein, du musst weg. Du kommst dahin. Und 3 Stück haben wir noch. Das ist schon mal perfekt. Dann müssen wir den Strom oben noch mal angeschmissen haben. Können wir die dann auch noch anschließen? Das ist gut. Oder auch nicht. Ach komm. Jetzt müssen wir gerade die Steine in Ruhe. Das heißt, ich brauche jetzt so, ziehen wir mal hier noch mal schnell eine Runde. Perfekt. Vier, das ist gut. Und was man jetzt gerade gesehen hat, es ist die erste Kohle vorbeigeschneit. Also das Problem, was wir noch haben, wenn wir noch Strom anschließen würden, hätten wir sogar gute Chancen, dass das dann auch mitgenommen wird. So, wir schauen jetzt nochmal drauf. Ah, das dauert noch ein bisschen, aber es ist unterwegs. Es ist unterwegs. Sehr schön. Wir haben ja Strom. Vor lauter, ich will nach unten rennen. Noch ein, davon ein paar mitnehmen. Nächsten Zahnräder. Und das nächste Eisen. Werde ich jetzt hoffentlich wohl gleich kriegen. Und wenn ich jetzt sowieso die ganze Zeit da hin und her renne, wenn ich ein paar Steine einstecken habe, ja, da kann ich auch gleich mal komplett den Weg hierher verlegen. Steine mitnehmen und
keine Kohle mehr. Haha. Aber haben wir gleich wieder. Perfekt. Wie viel hast du noch? 49 Stück. Komm, da reichen die 24. Jawohl. So, das heißt, wir bauen jetzt die Kohle ab und die Kohle wird jetzt auch gleich zum Strom hochgeschickt. Und wir haben da oben dann eine einwandfreie Kohleanbindung, hoffe ich. Schauen wir mal, jawohl, das Band ist jetzt voll. Wir gehen auch nochmal drunter. Ja, leider funktioniert es hier nicht so, aber das Band ist ja auch schon voll gelaufen. Das läuft auch gerade voll. Ja, also sind sie zu langsam. Sind die gemütlich. Aber für das reicht, was wir jetzt erstmal haben. So, 4,7 Megawatt haben wir Bedarfsdeckung. Und 3,6 Megawatt erzeugen wir. Jetzt machen wir nochmal gucken. Denn Ein Dampfkessel macht zwei davon. Wir haben ja 8 Stück. So, und habe ich noch die einstecken? Nein, aber ich habe die normalen Maschinen einstecken. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir noch zu guter Letzt 2 Heizkessel. Vielen Dank. Oh, da habe ich 8 Stück. Ahaha. So, dann gehst du hier rein und hier rein. Da kann der nämlich laufen. So, weil das Problem ist nämlich, wir erzeugen zu wenig Dampf. Ja, darum habe ich ja auch diesen mit reingezogen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier drüber. Ja, ich verbrauche momentan pro Sekunde 240 Wasser und habe 240 Ausgang. So, und wenn ich jetzt dann hier drüber gehe, ja, habe ich 240 Input. So, das heißt jetzt für mich, jetzt haben wir 7,2 Megawatt. Reicht auf jeden Fall. So, dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes noch das Greenhouse. Das heißt, wir können dann auch irgendwann mal Bäumchen anpflanzen. Falls wir mal so bösartig sind und alle Bäume hier verarbeitet haben. Kenn mich. Sadoman lässt grüßen. Ich hoffe, dass hier keine Ents rumlaufen. Dann nehmen wir noch einmal raus. Und dann war das jetzt sozusagen die letzte Aktion. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, gefällt euch so die Musik? Wie gesagt, ich muss natürlich aufpassen, weil es muss natürlich Musik sein, die sozusagen DMCA-frei ist. Und ja, wenn ihr da was kennt, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Schauen wir uns mal an. Aber ich finde es so ganz angenehm. Man hat ein bisschen Hintergrundmusik und so weiter und so fort. Fragen, Anregungen? Auch in die Kommentare. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Kommentare. Denn ich möchte jetzt wirklich den Kanal ein wenig vorantreiben und er soll besser werden. Wenn er zum Beispiel sagt, Layout, irgendwas ändern oder sonstiges. Wie gesagt, schreibt es mir rein. Dann kann ich mich drauf besinnen. Und da auch dann mich noch verbessern. In der Hinsicht, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.